Hallo und herzlich willkommen zurück bei Dead Space 3. So, wir sind wieder hier zurück an der Bohrplattform. Und wir haben jetzt eigentlich den Auftrag. Was haben wir denn für einen Auftrag? Lass mal prüfen. Zack. Jetzt habe ich mir nur noch schnell einen Kaffee geholt von der letzten Aufnahme. Deshalb weiß ich schon nicht mehr, was wir machen sollen. Also wir mussten erstmal den Nexus auftauen. Genau, wir brauchen die Teile für den für die Sondenwaffe. Jetzt ja. Genau. Ah, da kommen wir jetzt da rein. Alles klar. So, warte mal, komm mal her hier. Altmetall. Aber es ist hübsch. Guckt euch das an. Ja, wie stark das aussieht. Warte mal, ich drehe mich mal anders hin. So. Jetzt mal nur die Kamera drehen. Warte, warte, bleib so, Isaac. Ey, wie martialisch gut das aussieht, oder? So, jetzt nehme ich mal mein Gesicht raus. Geil, oder? Mir gefällt es total. Und das ist so schade, dass die Reihe so kaputt gemacht worden ist. Aber egal. Es ist so ein gutes Konzept. Ah! Alter, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Was war jetzt denn los? Ich meine, wow. Da war ein Viech. Ich scheiße. Ein Textlog. Ein Textlog. Was haben wir denn da? So, von SFC Lumley. Ist das General S. Mahed? Hm. Immenser Rückschritt bei der Erweiterung von Einrichtung 1 heute. Ja gut. Gletscherschreinsturz. Das Gletschereinsturz kostete uns 23 Männer, 2 Schlepper und 3 unfertige Gebäude. So, wie geht das mit dem Navigieren? Ah, hier mit den Pfeilen, okay. Erste Untersuchungen wurden gemäß Protokoll mit Telemetriebolzen durchgeführt. Diese haben die instabile Eismasse aber nicht registriert. Der Verlust an Materialien und Arbeitskräften bedeutet einen gewaltigen Rückschlag für den Zeitplan der Expedition. Warum wird das Material als erstes genannt? Es muss erst Arbeitskräfte und dann Material. Was ist ein Menschenleben bei euch wert? Hm? Arschgeier. So, wo müssen wir lang? Wir müssen da lang, aber da wäre auch nochmal ein Fahrstuhl. Ich hätte ja schon fast gesagt, der ist aber verriegelt. Gut, dann bleibt die Wall sehr eng. Und fällt nicht schwer aus. Das regt mich bei Nachrichten auch immer so aus, wenn sie sagen, wir haben 2 Lebende geborgen. Nein, gerettet heißt das. Gerettet, weil Bergen... Tote werden geborgen. Ja? Lebende werden gerettet. Ah, hier ist er rausgekommen, der Grattler. Alter, was hast du für Füße? Ja, Begrifflichkeiten, einfach so... Ah! Oh nein! Kennst du die noch aus dem zweiten Teil? Oh nö, das sind diese Scheiße, die sich verstecken und hinterrücks angreifen. Aber die halten nicht viel aus. Das ist schon mal ein Glück. Wir müssen da lang, aber ich schau mal kurz hierher. Weil es hier weitergeht. Gibt es hier sonst noch was? Nur mal kurz gucken. Map haben wir gar nicht, gell? Wie switche ich jetzt da oben durch? LB, RB, ich habe mal kurz auf den Controller gewechselt. Wollte eigentlich bloß die Karte haben. Das ist aktiv, dann ist... Es gibt keine Karte. Okay. Sackgasse. Ja, einfach diese Begrifflichkeiten manchmal, weil ich das gerade angesprochen hatte, mit Leben retten und so weiter und so fort. Hm.
Ah, guck an. Ja, du wirst den Weg schon machen, du wirst schon was finden für den Papa. So. Oh, jetzt muss man aufpassen, weil ich mag die Viecher gar nicht, gell? Weil die sind so hinterfotzig. Da glitzt gleich einer durch, pass auf. Nachladen. Nachladen. Ja, zumindest kündigen die sich mal kurz an. Normalerweise schauen die immer so hinterhältig an den Ecken rum. Und kommen nicht gleich angerannt. Wie diese Idioten. Wo muss ich denn jetzt hin? Da ist zu. Alles klar, ich schau trotzdem mal hierher. Ah, siehst du? Heilung und Munition, perfekt. Da ist uns nichts mehr, gell? Da, schau! Diese feige Sau! Das ist der Vorteil, dass sie nichts aushalten. Sie sind riesengroß, sehen eigentlich aus wie so Sträuße. Oder ein Strauß. Was ist die Mehrzahl von Strauß? Sträuße, gell? Blumensträuße. Blumenstrauß. Vogelstrauß. Hä? Lieber Arm, dran ab, 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 Alter, geh weg. Oh, ich hab so. Ich hasse euch. Ja. Nachladen. Da wird's auch weitergehen. Komm ich da hoch? Nee, gell? Schade. Warte kurz, ich will noch schnell rumgucken. Ein Artefakt. Wollen wir mal gucken, weil die Artefakte lasse ich eigentlich immer außen vor. Tägliche Gedanken, Jakob Danek. Viele Gläubige sind zu mir gekommen, weil ihr Glaube durch die Gräuel, die sie an den Teststätten der befreiten Marker gesehen haben, erschüttert wurden. Oder wurde. Ja, wir können. Ja, wie können wir weiter an den Marker glauben, wenn sie so viel Leid und Schmerzen bringen? Fragten sie. Und wer hat diese Verirrung, diese Kopien erschaffen, frage ich sie. Der Mensch? Marker gehören ebenso zur Natur wie die Bäume, der blaue Himmel und die unberührten Ozeane. Und doch haben wir all das ebenfalls zerstört. Aber die Natur hat Mittel und Wege, sich selbst zu korrigieren, wenn wir respektvoll handeln. Nur wenn das Werk der Menschheit ungesehen gemacht wird, kann der wahre Markerplan fruchten. Okay, Menschheit auslöschen, alles klar. Und im Moment steht diesem Ziel nur ein Mann im Weg, Isaac Clarke. Er sei gepriesen. Wenn dies tatsächlich der Geburtsort der Marker ist, müssen wir ihn um jeden Preis davon abhalten, unsere Erlösung zu sabotieren. Alter, geh doch im Marianengraben rein, Alter, und zähl Einzeller. Das heißt jetzt für mich auf gut Deutsch, wenn ich das richtig verstanden habe, die wollen die Menschheit auslöschen, damit die Natur freie Bahn hat. Bedeutet es, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist? Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir zu schützen geschworen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Folgsamkeit erwarten können. Daher wird der militärische Arm dieser finalen Quarantänekampagne in drei Gruppen aus Soldaten mit Säuberungsaufgaben eingeteilt. Die erste Crew setzt alle Fahrzeuge außer Betrieb. Die nächste listet auf, welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die
Verletzte zerstört sämtliche Sachen, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Gruppe ihr Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung fortfahren. Gott schütze die souveränen Kolonien. Ja, wenn Sie diesen Film sehen, bedeutet das, dass die Isolierung trotz sämtlicher Vorsichtsmaßnahmen notwendig geworden ist. Es liegt nun an uns, das ultimative Opfer für die Sicherheit der souveränen Kolonien, die wir beschützen haben, zu erbringen. Wir wissen, dass wir keine hundertprozentige Volksamkeit erwarten können. Daher war bei meinem Waffenarsenal, um eine Pistole und eine Kugel jedem Soldaten zu verlangen. Alter, das Video nervt gerade. Habe am ganzen Körper gezittert. Der Supply Chief führte die Bestellung aus und fragte mich, ob ich eine Quittung bräuchte. Daraufhin lachten wir beide. Als wir zusammen eine letzte Zigarette rauchten, erzählte er mir von seiner Familie daheim und seinen Urlaubsplänen nach seiner Rückkehr. Dann öffnete er den Reißverschluss, eine Leichensack und fragte, ob ich mich um ihn kümmern könnte. Er entschuldigte sich für sein Gewicht und sagte, dass er gerne wie der Rest nach unten gebracht werden wolle. Daher wird der militärische Zuerst zögerte ich, aber er setzte sich ganz entspannt in den Sack, als wäre es ein Schlafsack, sprach ein schnelles Gebet und erschoss sich dann. Sobald ich mich um seine Überreste gekümmert hatte, sammelte ich meine Bestellung ein und bemerkte, dass das Zittern vorbei war. Ich schätze, ich habe nun keine Angst mehr zu sterben. Ehrlich gesagt freue ich mich schon darauf. Alter, kann man dieses Ding irgendwie ausschalten? Jetzt weiß ich nicht vom Ton her, ob man mich gehört hat. Warte mal. Ah, ja, hier. Weiteres Textlog. So. Achtung an alle. Szenario 5 wurde ausgerufen. Alle Flüge wurden gestrichen. Versuchen Sie nicht, die Flotte zu kontaktieren. Melden Sie sich zwecks weiteren Befehlen bei Ihrem Vorgesetzten. 100% Einhaltung ist Pflicht. Dies ist keine Übung. Gott schütze die Kolonie. Welche Personen dem Befehl Folge leisten und hilft jenen, die es nicht tun. Die letzte zerstört sämtliche Daten, Aufzeichnungen und Kommunikationsmittel auf Tau Volantis und im Orbit. Am Ende dieser Aufgaben wird jede Missionsziel als erfüllt ansehen und mit der Selbstterminierung. Und der Werkbank. Muss mir so ein Ding bauen. Gott schütze die Kolonie. Fortschritt wird gespeichert. Den kleinen Robo schick mal los, das ist unser zweiter. Mit der Ruhe. Das meinte ich, die gucken wir mal so, wollte ich hinterrücks angreifen. Nachladen.
Stellenweise auch ein bisschen zu langsam, ne? Wo war es das jetzt einmal? Also die Musik ist entspannter. Ich glaube, das war's. Gut. Ja, im zweiten Teil kamen die mir irgendwie ein bisschen bedrohlicher vor. Vielleicht weil da die zum... War die das zum ersten Mal? Ich glaube schon, gell? Zuschlagen. Was ist ein Zuschlagen? Ah, ohne Ziel. Headset. Sehr schön. Jetzt haben wir mal das Zeug da auf. Da hinten müssen wir lang. Ja, schade, verriegelt. Halbleiter waren dabei. Jawohl. Warum ist man hin? Was haben wir gekommen? Das ist wieder dieses Minispiel. Na komm her. Aktivieren. Oh, wie waren das? Maus und mit den Falltasten, gell? WASD meine ich, Entschuldigung. Nee, so. Oh, geh hoch da. WSD rüber. Oh, nein, warte. Nein, schaffe ich nicht. Ist sie fix? Warte, Controller. Nochmal, warte. Wechsel jetzt mal auf den Controller. Aktivieren. Okay. Oh, das geht gleich viel zügiger. Jetzt hat. Ich wechsle wieder? Ne, ich wechsle nicht. Kacke. Ach Quatsch. Nein. Oh, das habe ich nie aufgepasst. Mein Fehler. Nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Hat keiner gesehen. Genau andersrum. Schräg hoch. Jetzt hat alles klar. Sorry dafür. Kann passieren. Wechsel wieder auf Maus und Tastatur. So. Schicki. Woran die hier auch immer experimentiert haben. Anscheinend ist es aufgestanden und hat das halbe Lager mitgenommen. Oh nein. Was ist mit den Sensorteilen? Drei Teile, richtig? Naja, vielleicht irre ich mich, aber ich sehe mich mal um. Was? Inventar voll? Das habe ich auch noch nicht hingekriegt, oder? So. Gut. Was?
So, dann schmeißen wir das raus und ich möchte gerne das Upgrade haben. Perfekt. Feuerrate. Okay, das ist schon mal gut. So. Oh, wie groß war der? Sag jetzt nicht. Nee, Quatsch, wir sind im anderen Gebäude, gell? Dass das das Viech war, was wir jetzt zum Auftauen gebracht haben. Aber nein, es war in einem anderen Gebäude. Da schreit doch irgendwas. Hab ich doch gesagt, da schreit irgendwas. Da haben wir doch schon mal was. Die Sonderspitze. 1 von 3. Altmetall, perfekt. Da vorne liegt schon das zweite, oder? Alter, Geleck. Munitionsclip. Sonderteil Antrieb. Ich möchte gerne die Munition haben. Den auf jeden Fall. Munitionsclip, Munitionsclip. Wo ist er? Medipäckchen? Da. Ah. So, das habe ich alles aufgenommen. Jetzt habe ich wieder keinen Platz, gell? Sonderobjekte werden separat gelagert. Das ist schon mal sehr gut. Wo ist denn da das dritte Teil? Da muss doch bestimmt da rüber, oder? Ein Fahrstuhl runter. Jetzt pass auf. Nee, da will er nicht. Da will er auch nicht. Krabbelt der da irgendwie am Fahrstuhl? Kann ich das irgendwie bewegen? Nee. Im Fahrstuhl liegt nämlich das dritte Teil, so wie das aussieht. Aber wie komme ich denn da jetzt hin? Das ist eine sehr gute Frage. Menschenskinder. Habt ihr irgendwo was? Was ich zerstören kann? Der erste Suchroboter ist schon wieder da, der andere ist nicht da. Nee. Wie komme ich denn da jetzt runter? Ich hätte jetzt gesagt davor. Oder hier hinten runter? Runterspringen? Oder runterrutschen? Runtergleiten? Oder kann ich... Ah, warte, 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 da habe ich doch was gesehen. Da habe ich doch was gesehen. Alter, was denn? Ach so. Ah. Ich dachte gerade, da kommen irgendwelche Viecher, die wahrscheinlich auch gleich kommen werden. Jetzt haben wir alles. Okay, Santos. Ich glaube, ich habe alle Teile. Sehr gut. Glauben Sie, Sie können ihn rekonstruieren? Ich muss nur eine Bank finden und den Plan abrufen. Sollte nicht allzu schwierig sein. Jetzt haben wir alle Teile und jetzt kriegen wir gleich hier die Hölle auf Erden. Aber das wird zu einfach. Es verwundert mich jetzt. Ich dachte, es kriegen wir wieder Besuch. Es scheint ein bisschen rüber zu sein. Halt, warte, da drüben ist offen. Oder täuscht das? Das kann ich jetzt gar nicht mal so sagen. Ja, da müssen wir wieder zurück. Aber da ist da drüben jetzt offen oder nicht? Fuck. Geh weg.
noch einmal. Ups, das war... Weg. Alter. In dieser Halle. Position der Maschine. Wenn dieser Planet uns nicht vorher umbringt. Wir finden ihn. Bin bald wieder hier. Mensch, verriegelt. Hey, war von uns jemand im Waffenarsenal? Nein. Warum? Mist, dachte ich mir. Jemand hat eine Spur aus Leuchtfackeln hinterlassen und die brennen noch. Oh Gott. Du glaubst doch nicht, dass Danik und seine Leute... Ich werde es rausfinden. Optionale Mission. Die optionale Mission, was wären das? Die Sonne müssen wir auf jeden Fall bauen. Hier drüben. Das Missionslager im Waffenarsenal schützen. Danik's Truppen sind hier auf diesem Planeten und wenn sie die Scuff-Munition in die Finger bekommen, sind wir so gut wie tot. Ich muss sie davon abhalten, das Munitionslager im Waffenarsenal zu erreichen. Okay, dann machen wir das doch. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Dead Space 3. Ciao, macht's es gut.